Cloud-Lösungen und Hosting im Mittelstand. Das ist das Thema, was ich Ihnen etwas näher bringen wollen, weil ich denke, der Mittelstand hat ja ganz bestimmte und ganz besondere Anforderungen, die man einfach berücksichtigen muss. Was heißt nun Cloud-Lösungen? Beschäftigen wir uns erstmal mit ein paar Grundlagen. Wenn der Mittelstand oder wenn ein Unternehmen in die Cloud geht, so heißt das ja, ich lagere eine Anwendung aus, eine Anwendung, die ich brauche, mit der ich arbeite, die ich sonst vor Ort nutze. Und wenn ich das tue, dann möchte ich natürlich nicht, dass ich irgendwelche dreimal Logins habe, dass ich langsame Leitungen habe, dass ich Schwierigkeiten habe, mit meiner Anwendung zu arbeiten, sondern ich möchte ja eigentlich, dass es schneller geht oder mindestens genauso schnell wie jetzt. Und das ist eigentlich auch die Forderung, die man an so eine Cloud-Lösung haben muss. Sie muss so komfortabel und so schnell sein, wie es jetzt auch ist. Und natürlich möchte ich keine Einschränkungen haben. Ich möchte nicht hören, telefonieren geht nicht, drucken geht nicht oder faxen geht nicht. Ich möchte alles das können, was ich jetzt kann vor Ort. Aber eigentlich stelle ich mir vor, wenn ich was Neues anfange, dann möchte ich auch ein bisschen mehr können. Ein bisschen mehr Komfort haben oder ein paar Funktionen mehr haben, die es geht. Deswegen reicht ein einfaches Hosting oft nicht aus. Also zu denken, ich nehme meine Anwendung, ich nehme meine Sage-Warenwirtschaft beispielsweise, packe die ins Rechenzentrum und rufe die dann über einen Button auf, ist ja ein bisschen zu kurz gesprungen. Weil wenn ich mir keine Gedanken mache, wie drucke ich komfortabel, wie verschicke ich meine E-Mails, also Angebot oder Rechnung per PDF aus der Anwendung heraus, oder wie kann ich Telefon integrieren oder wie mache ich denn Belegarchivierung. Das sind alles Punkte, die muss man sehen und die muss man auch als Cloud-Service mit nutzen können. Wir haben uns sehr viele Gedanken darüber gemacht und ich denke, wir haben ganz viele Lösungen und ich möchte Ihnen heute einfach mal einen kurzen Überblick geben, dass Cloud eben sehr viel mehr ist als nur Hosting. Also lehnen Sie sich zurück und genießen Sie unseren Service. Ein Wort vielleicht noch vorweg. Cloud heißt nicht, Sie müssen jetzt auf Biegen und Brechen alles aus dem Haus geben, was da ist, sondern Cloud heißt für uns immer ein geteiltes Datenmanagement. Also packen Sie das in die Cloud, was Sinn macht. Und das ist in der Regel Ihre Anwendung, weil die schwierig zu hosten ist. Das ist die ganze Office, SharePoint, Exchange-Geschichte, weil die sehr viel besser aufgehoben ist in der Cloud. Das sind aber nicht vielleicht die vielen kleinen Spezialanwendungen, die Sie haben. Also behalten Sie Ihr Bankprogramm ruhig vor Ort, wenn Sie Grafiken machen mit einem Programm oder werbliche Gestaltungen. Das sind so Sachen, die setzen Sie weiterhin auf Ihrem PC ein oder von mir aus auch auf einem kleinen Server vor Ort. Also teilen Sie Ihre Anwendungen, behalten Sie das, was Sie brauchen vor Ort, packen Sie das, was Arbeit macht, in die Cloud. Wir sorgen dann dafür, dass das miteinander passt. Also wir bauen die Brücke zwischen dem, was in der Cloud ist und dem, was Sie vor Ort haben, dass Sie einen einheitlichen Virenschutz haben, eine einheitliche Firewall haben, dass Sie nur einmal Login haben und nicht da immer hin und her switchen müssen. Also nutzen Sie uns als Servicepartner und lassen Sie uns gemeinsam Ziele erreichen. Und so könnte dann so eine Cloud-Lösung aussehen. Sie sehen hier, wir packen in die Cloud den Shop, klar, die Anwendung von Sage, das CRM, also Lösungen, die Sie von verschiedenen Stellen erreichen wollen, Lösungen, die Schwierigkeiten machen, ständig aktuell zu bleiben, Lösungen, die viel Speicherplatz beanspruchen. Behalten Sie das vor Ort, das habe ich hier links angekündigt, angedeutet, was Sie haben wollen, also Ihre kleine grafische Anwendung, Ihr Bankprogramm. Dafür haben wir eine Firewall, die stellen wir Ihnen auch gerne zur Verfügung mit Virenschutz, sodass Ihre Vorortanwendung sehr schnell kommuniziert und sehr automatisch. Das richten wir ein, aber eben auch geschützt. Und das Notebook sehen Sie hier, das steht für mobile Anwendungen, also greifen Sie von unterwegs auch auf Ihre Cloud-Lösung zu. Und das ist jetzt ein Vorteil, den Sie sicherlich selber sehr viel schwieriger einrichten können. Also wenn Sie am Wochenende mal nochmal eine Rechnung zahlen wollen oder sich die offenen Posten angucken wollen, dann können Sie das auch von zu Hause aus oder können Sie auch mal aus dem Urlaub heraus. Sie müssen nicht, Sie können.
Und das Ganze, ich habe es hier mal Servicebetreuung genannt, sind Leistungen, die wir für Sie bereitstellen. Also auch bei Cloud-Lösungen sind Sie nicht anonym, sind Sie nicht allein. Wir leisten unseren Service, wir leisten unsere Betreuung genau in der gleichen Weise und der gleichen Qualität, als wenn Sie unser Vor-Ort-Kunde wären. Gucken wir uns die Cloud-Geschichte etwas genauer an. Wir haben mal gesagt, unsere Cloud besteht aus Bausteinen und Sie stellen letztlich die Bausteine so zusammen, dass Ihre Anwendung draus wird. Nicht so, hier beispielsweise in den Anwendungsprogrammen selbst haben wir von Sage das Rechnungswesen, wir haben die Warenwirtschaft, wir haben von Microsoft das CRM, wir haben von Sage das Personalwesen, wir haben ein wirklich gutes Archivsystem, das wir mit all den Programmen verbinden können. Und wir haben da weitere Anwendungen. Da sind wir relativ offen, was die Erweiterung angeht. Hinzu kommen dann die E-Commerce-Bausteine, die zum Teil darauf aufbauen. Also wenn Sie den Shop sehen, dann ist natürlich der Shop verbunden mit der Warenwirtschaft. Wenn Sie die Webseite sehen, dann ist natürlich die Webseite verbunden mit dem CRM. Also Kontakte aus der Webseite fließen ins CRM. Oder unser Beschwerdemanagement oder unsere Seminarverwaltung, die Sie auf Webseiten darstellen, die dann eben ins CRM einfließen. Und das verbinden wir weiter. Da gibt es das Blogsystem, da gibt es einen E-Mail-Marketing-Baustein oder da gibt es Videos, die Sie einbinden können. Alles das stellen wir Ihnen als E-Commerce oder als Weblösung hier gerne zur Verfügung. Betreuung. Ganz wichtiger Baustein. Wir haben natürlich weiterhin die persönliche Betreuung, auch wenn sie ein bisschen klein geschrieben ist. Die schreiben wir ganz groß. Und wir haben darüber hinaus aber eine ganze Reihe von Online-Medien erstellt, auf die Sie jederzeit zugreifen können und Informationen abrufen können. Und zentraler Mittelpunkt ist unsere Business Akademie. Hier stellen wir Webinare, also wir informieren Sie, wo Sie online live sozusagen beitreten können. Wir diskutieren über Themen, wir informieren über Themen und oft zeichnen wir das auch auf und Sie können das als Videokurs sich nochmal ansehen. Wir sind aber auch dabei, gerade für die Anwendungen ein komplettes Kurssystem aufzubauen. Das heißt, Sie haben von der Sage Warenwirtschaft beispielsweise von den ersten Schritten, Stammdateneingabe bis hin zu Beleg, bis zum Belegfluss oder auch Statistik, ein komplettes Online-Kurssystem, das wir Ihnen zur Verfügung stellen. Und Blogs sind für uns ein Thema, wo wir auch in Interaktion treten, wo wir Themen reinstellen, wo Sie uns antworten können. Also es ist ganz viel Leben in der Geschichte und ich glaube, wir sind an manchen Stellen schneller, als wenn wir telefonieren. Ja, und dann haben wir uns im Bereich der Zusatzmodule eine ganze Menge einfallen lassen, um Ihnen das Leben einfacher zu machen. Wenn ich faxen will, dann gibt es aus der Anwendung heraus natürlich, aus der Cloud heraus, dann gibt es dafür Lösungen. Wir haben den Druck optimiert, wir haben natürlich eine Firewall, die wir in der Cloud haben, die wir Ihnen aber auch vor Ort zur Verfügung stellen. Wir haben ganz viele Schnittstellen zu anderen Programmen, die wir bereitstellen können. Und wir haben ein Scan-Modul, mit dem Sie auch Ihre Belege vor Ort scannen und archivieren können. Und wir arbeiten daran, das auch als Service bereitzustellen. Das heißt, wenn Sie beispielsweise digitale Personalakte haben und erstmal einscannen wollen und Sie wissen, das dauert 2 Monate, dann stellen wir Ihnen gerne Mitarbeiter zur Verfügung, beziehungsweise tun die Arbeit für Sie. Das ist übrigens die Geschichte, die wir mit dem gemeinnützigen Unternehmen planen. Das heißt, hier sind wir nicht nur günstig, sondern hier beschäftigen wir auch Leute, die das gerne machen und die vielleicht es sonst nicht so leicht haben, Arbeit zu finden. Ja, fassen wir nochmal zusammen, beziehungsweise gucken wir uns mal an, wie so eine Anwendung aussehen kann. Ich fange mal bei einer ganz einfachen Anforderung an. Sie möchten eine Warenwirtschaft einsetzen, ein wirklich modernes System. Es soll eine integrierte Lagerverwaltung da sein. Sie wollen den Verkauf unterstützen mit einem guten CRM-System. Das soll natürlich mit der Warenwirtschaft integriert sein. Und das CRM soll mit Outlook integriert sein. Und Sie wollen auch, dass Sie die Daten in Office-Programmen ansehen können, also Excel zur Auswertung, Office als Serienbrieffunktion und so weiter. Wie lösen wir das?
Wir nehmen die Warenwirtschaft von Sage als Cloud-Lösung. Wir nehmen das CRM von Microsoft. Das Lager ist integriert oder alle drei Programme sind miteinander integriert. Wir setzen den Outlook-Client drauf aus dem Office 365 von Microsoft mit dem CRM-Client für Outlook. Und wir nehmen das Office 365 eben auch aus der Cloud und haben eine Rundumlösung, die komplett aus der Cloud kommt, was die Serverseite angeht. Nicht, wir haben bei dem Outlook-Client läuft der Exchange-Server online dahinter. Bei dem Office 365 läuft der SharePoint-Server noch im Hintergrund, sodass Sie auch Ablagemöglichkeiten haben. Und im CRM greife ich auf all die Daten zu. Vor Ort, also Sie vor Ort, erhalten das komplette Office-Programm. Also Sie können Word und Excel zusätzlich auf Ihrem PC, auf Ihrem Notebook einsetzen und können auf all die Daten zugreifen. Wunderbar. Gucken wir weiter, wie könnte es weitergehen? Ihr Betrieb wächst, Ihre Anwendungen, Ihre Anforderungen wachsen. Sie wollen in den Vertrieb investieren und sagen, jetzt habe ich ein Callcenter oder ich habe Verkäufer, die Telefonakquise betreiben sollen. Dann wird die Telefonintegration in CRM oder auch in die Warenwirtschaft interessant. Sie möchten E-Mail-Marketing machen. Und Sie möchten vielleicht die eine oder andere Webseite aufbauen oder auch Workflow von der Webseite in CRM haben. Das ist am Anfang eine ganz einfache Geschichte. Sie haben ein Kontaktformular, Sie haben eine Landingpage, Sie werben für ein Produkt und Sie möchten natürlich, dass die Leute, die sagen, ha, das interessiert mich, die wollen Sie festhalten im CRM, nicht? Da will ich einen Kontakt, da will ich ein Lead haben und ich möchte Sie in meiner E-Mail-Marketingliste haben, weil ich sie auch anschreiben möchte und weiter bewerben möchte. Also wir ersetzen unseren Basis, das was wir schon hatten, nicht, unseren Stack, den ersetzen wir weiter Programme, wir integrieren CTI, also Sie können aus der Anwendung heraus telefonieren. Auch das ist eine Serverlösung, die wir auf dem Server in der Cloud zur Verfügung stellen. Das Telefon ist natürlich Ihr eigenes und Sie haben die Wahl zwischen einem wirklichen Telefon, das Sie an Ihrer Telefonanlage haben, dann vermitteln wir dorthin. Oder Sie können auch, wenn Sie IP-Telefonie wählen, über ein Headset an Ihrem Gerät, also PC, Notebook, Tab oder auch anderes mobiles Device, direkt telefonieren. Und Web heißt für uns irgendwo eine gehostete Webanwendung, das kann eben auch eine Webseite sein, das kann ein Blog sein, das können aber auch einfach nur Portalseiten sein, die wir benutzen. Ja, und E-Mail haben Sie natürlich in Outlook drin, wir haben es hier nochmal erwähnt, weil wir für E-Mail-Marketing noch ganz spezielle Programme benutzen. Da haben wir Kooperation mit ClickTip, ein wirklich einzigartiges E-Mail-Programm, mit dem Sie sehr erfolgreich Kunden bewerben können und Ihre E-Mail-Marketing-Listen aufbauen können. Dafür haben wir auch ganz gute Webinare, das empfehle ich Ihnen dann nochmal im Bereich E-Mail-Marketing. Gut, gehen wir weiter. Unser Geschäft floriert. Wir kommen zu der Auffassung, dass wir vielleicht noch einen Shop brauchen, dass unser Webauftritt ein bisschen professioneller sein muss und wir das auch durch E-Mail-Marketing noch begleiten. Gehen jetzt schon einen zweiten Schritt weiter. Wir sagen auch, wir haben vielleicht ein Outlet, also ein Shop-System, wo dann aber tatsächlich Leute hinkommen, das vielleicht auch an einem anderen Ort ist. Dafür möchten wir eine Kassenlösung haben und wir haben vielleicht einen Vertreter oder einen Verkaufsfahrer, der auch unterwegs Sachen verkauft und das über ein Handy oder ein Tablet machen soll. Wir fangen wieder an mit unserer bisherigen Lösung, die wir haben. Wir setzen jetzt immer weiter auf und Sie sehen, es kommt ein Shop dazu. Das ist in der Regel der Magento-Shop, den wir wieder in die Warenwirtschaft und das CRM einbinden. Also die Produkte aus der Warenwirtschaft fließen in den Shop und können fakturiert werden und rückwärts fließen die Sachen natürlich in die Finanzbuchhaltung. Die haben wir hier nicht extra erwähnt, aber auch das ist natürlich ein Modul. Ähnlich mit der Kasse. Die Kasse ist auch eine Weblösung. Sie bezieht sich auf die Daten der Warenwirtschaft, also Kunden und auch die Konditionen, die damit zusammenhängen und auch die Artikel aus der Warenwirtschaft. Und wir erzeugen auch die Belege aus der Warenwirtschaft.
Aber die Kasse ist ein eigenes System, das Sie über ein Portal betreiben können, das Sie aber auch mobil betreiben können. Die anderen Programme wie Office, CTI, Web, E-Mail, also das, was wir alles schon hatten, die gibt es natürlich weiterhin. Dazu kommen ist ein Blogsystem, das ergänzt unsere Webseite, und hinzugekommen sind die mobilen Lösungen, also sowas wie ich greife auf meine Daten zu, das ist ein Stückchen CRM. Ich habe einen mobilen Client in der Warenwirtschaft, um auch dort Belege ansehen zu können, Lagerbewegungen machen zu können, und viele Dinge mehr. Und wir haben auch die Kasse mobil ausgelagert, sodass eben auch Verkaufsfahrer unterwegs Lieferschein und Rechnungen schreiben können, ohne dass die Daten verloren gehen. Ja, und dann sind wir eigentlich schon bei einer recht rundum Lösung. Und jetzt passiert so viel, dass wir natürlich uns Gedanken machen müssen, wie speichern wir die ganzen Dinge, dass die Belege auch gut erreichbar sind. Also wir wollen archivieren. Aus der Warenwirtschaft, aus den Office-Programmen. Wir wollen Belege auch von externen Daten archivieren. Und wir wollen natürlich auch aus all diesen Anwendungen auf die Belege wieder zugreifen können. Also, wir integrieren, wir haben unsere Lösung wie bisher, die da ist. Und wir integrieren jetzt das Belegarchiv auf einer ziemlich tiefen Ebene. Wir haben das hier in die Warenwirtschaft mit eingegliedert, weil da sehr viele Belege passieren. Ist aber ein eigenes Programm, diese Belegarchivierung. Das ist wahrscheinlich von Develop dann die Lösung. Eine sehr offene Lösung, eine Weblösung, mit der Sie aus nahezu jeder Situation Belege archivieren können. Sie werden natürlich indexiert, wie man das kennt von der Archivierung. Und wir verknüpfen diese Belege eben auch mit der Warenwirtschaft, mit der Finanzbuchhaltung, mit CRM. Also beispielsweise können Sie Rechnungen, die Sie in der Warenwirtschaft schreiben, die archiviert sind, über den Kunden im CRM zugreifen. Sie können aber auch über Outlook oder Office oder über einen separaten Archivclient, Webclient, mobil auf die kompletten Belegarchivierungsdaten zugreifen. Ja, und so sieht dann eigentlich eine Rundum Servicelösung aus. Wir versuchen nicht, wir tun es, wir stellen Ihnen all das zur Verfügung, was eine Anwendung kann, und das auf Knopfdruck. Unsere Lösungen sind fertig, sie stehen auf dem Server bereit und Sie brauchen eigentlich nur sagen, Sie wollen sie haben. Das mit einer kurzen Einrichtung, Einweisung und Betreuung natürlich, und Sie können damit arbeiten. Und ich glaube, das ist sehr viel einfacher und mit sehr viel weniger Kosten verbunden, als wenn Sie das alles ja, vor Ort in eigenen Lösungen machen müssten. Schulung und Einweisung ist natürlich sehr wichtig. Wir bieten Ihnen rund um alle Themen Online-Schulungskurse in unserer Business Akademie, so dass Sie sich jederzeit mit den Themen vertraut machen können. Das können Sie tun, bevor Sie die Programme einsetzen, das können Sie danach oder auch während tun. Sie können sie nutzen jederzeit, vielleicht auch für neue Mitarbeiter. Wir haben regelmäßige Webinare zu aktuellen Themen, sodass wir Sie auf dem Laufenden halten, dass Sie informiert sind. Wir haben Blogs, wo wir Fragen zu Leibe rücken, wo Sie selbst aber Fragen stellen können. Und wir haben natürlich auch weiterhin Hotline und wir haben auch eine Unterstützung und machen Workshops vor Ort, wo das Sinn macht, und da tun wir das auch gerne. Ja, Erfahrungskreise und Workshops gehören dann eben auch dazu. Genau, dann haben wir ganz bestimmte Workshops bzw. Betreuungsthemen, und ich will ja nur mal eins als Beispiel nennen, weil das ein Thema ist, das uns sehr stark bewegt im Moment. Das ist das Thema Internet-Marketing und E-Mail-Marketing, weil da der Mittelstand eben doch etwas Nachholbedarf hat. Also wir sind gerade dabei, unsere Business Akademie um diesen Bereich zu erweitern. Das wird ein eigener Geschäftsbereich sein, wo wir Social Marketing, Video Marketing, E-Mail Marketing, aber eben auch Gestaltung von Landing Pages, von Produktseiten als Video zur Verfügung stellen, als wir werden Workshops machen, aber wir werden sie auch betreuen in der Richtung. Ja, unsere Rundrum-Lösung, die Sachen haben wir eben schon angeguckt. Ich denke, das ist wirklich eine tolle Geschichte. Das ergänzt um Service, um Betreuung, die wir Ihnen angedeihen lassen. Das ergänzt um Workshops, die wir mit Ihnen zusammen machen.
oder auch Unterstützung bei ihren Kundenveranstaltungen. Und wir stellen ihnen natürlich als Hotline oder als für persönliche Betreuung, also als Joker gewissermaßen, jederzeit zur Verfügung. Ja, wenn dann noch Wünsche offen sind, fordern Sie uns, dann fällt uns bestimmt auch noch was ein. So, nachdem Sie unser Angebot etwas kennengelernt haben und ich Ihnen hoffentlich ein paar Vorteile aufzählen konnte, gebe ich den Ball mal an Sie zurück und frage, ist das eine Lösung, die für Sie interessant sein könnte? Können Sie sich vorstellen, dass Cloud Sie erfolgreicher macht in Ihrem Business? Und überlegen Sie jetzt vielleicht so ein bisschen, wie fange ich an damit? Was soll ich machen? Was lohnt sich? Und wie kann ich das Ganze klären und prüfen? Dann haben wir ein recht interessantes Kennenlernangebot für Sie. Wir bieten Ihnen an, ich kann Ihnen bieten Ihnen an, dass wir telefonisch mit Ihnen eine Abstimmung vornehmen, wir uns Ihre Anforderungen ansehen, da eine Aufnahme machen und Sie bekommen von uns ein Konzept, wo lohnt sich für Sie Cloud, wo nicht und wie können Sie an die Sache rangehen. Zusätzlich bekommen Sie unseren PDF, unseren Bericht zu den besten 5 Tipps, wie kann ich Hosting im Mittelstand am besten umsetzen. Das passiert normalerweise im Rahmen eines Workshops, den wir durchaus auch für einen halben Tag oder mehr anbieten, der dann auch sehr viel Geld kostet, der auch jeden Euro natürlich wert ist. Das biete ich Ihnen an für die ersten 10, die sich melden, das ganz kostenlos durchzuführen. Fordern Sie jetzt auf unserer Webseite die Analyse an. Und ich freue mich drauf, dass wir uns schon bald hören. Okay. Also, was hält uns ab, gemeinsam zum Erfolg zu gehen? Nutzen Sie unseren Cloud-Service. Ich glaube, was Besseres werden Sie im Moment nicht finden. Nutzen Sie unsere Seite, melden sich an. Die erste Beratung bieten wir Ihnen kostenlos an, um uns kennenzulernen und vielleicht erstmal überhaupt den richtigen Weg auszuloten. Wir freuen uns drauf. Schönen Dank.